Neuralink startet Menschenexperimente. Gehirnchips dürfen trotz umstrittener Tierexperimente jetzt offiziell am Menschen getestet werden. Und in Japan forscht man aktuell daran, Menschenbabys in Laboren zu züchten. Guck mal, wo die Menschheit hingeht. Zeigte man einen Affen, der mithilfe des Gehirnchips Videospiele spielte oder auch einfach nur den Cursor auf dem Bildschirm bewegte. Was? Die FDA hatte Bedenken wegen der Lithiumbatterie des Chips. Warum genau die FDA dem Ganzen jetzt doch zugestimmt hat, ist bislang nicht veröffentlicht. Cash rules everything around me. Zwei gelähmten Menschen ihren Hirnchip einbauen können und ihnen so dabei geholfen, wieder mit der Außenwelt kommunizieren oder Online-Shopping und Banking betreiben zu können. Aber Online-Shopping und Banking, das ist natürlich das Wichtigste für einen Querschnittsgelähmten, meine lieben Freunde, ja? Dafür können sie jetzt sogar die Keimzellen, also Spermien und Eizellen, selber herstellen. Sowas sollte knallhart verboten werden. Man darf doch nicht Menschen züchten. Irgendwann könnte es auch künstliche Gebärmütter geben und Babys so komplett im Labor entstehen. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Meine Judsten und Judstinnen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und zwar gehen wir jetzt in ein neues Video rein, welches heißt, Neuralink startet Menschenexperimente. MBO News, MBU News. Neuralink ist ja die Firma von Elon Musk, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Da geht es doch um die Chips, die ins Gehirn eingepflanzt werden, um unser Gehirn zu unterstützen. Wo ich selber persönlich nicht viel von halte, weil ich einfach skeptisch bin, bei Dingen mir irgendwie einpflanzen zu lassen oder auch irgendwelche Impfstoffe mir geben zu lassen, die nicht richtig getestet sind und diese ganzen Geschichten. Ich will in meinem Körper eigentlich nur Dinge haben, die natürlich sind oder so natürlich wie möglich. Da muss man auch bei Ernährung schon aufpassen. Ich bin nichtsdestotrotz gespannt, was hier erzählt wird in dem Video. Neuralink, ich bin auch persönlich, weiß ich gar nicht genau, was ich von dem Bruder Elon Musk so halten soll. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass er für Freedom of Speech einsteht und Twitter gekauft hat und Leute da entbannt hat, die gebannt wurden wegen irgendeiner Meinung, die sie geäußert haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er hatte zum Beispiel so Leute wie Alex Jones nicht zugelassen. Also da gibt es auch immer noch eine gewisse Barriere, die man nicht durchbrechen darf. Und dann diese ganzen Geschichten mit Neuralink etc. Das sind alles so Dinge, wo ich mich frage, was führt der Typ im Schilde? Schwierig so einzuschätzen. Haut mal gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Und jetzt würde ich sagen, geh mal ins Video rein. Peter Edin, man. Gib mir die Petey-Vibes, Bro. Let's go. Eine Gruppe Orca-Wale hat angefangen, europäische Schiffe zu versenken. Was? Orca-Wale hat angefangen, europäische Schiffe zu versenken. Wer weiß, Digga, vielleicht sind das KI-gesteuerte Orca-Wale. Sowas wird es bestimmt in Zukunft, oder genmanipuliert, was weiß ich, ey. Sowas wird es bestimmt in Zukunft auch geben. KI, Meeresbewohner. Gehirnchips dürfen trotz umstrittener Tierexperimente jetzt offiziell am Menschen getestet werden. Und in Japan forscht man aktuell daran, Menschenbabys in Laboren zu züchten. Davon habe ich auch schon gehört. Menschenbabys in Laboren züchten. Guck mal, wo die Menschheit hingeht, meine lieben Freunde. Was die alles tun wollen. Wie heftigen Eingriff die nehmen wollen auf unsere Existenz und auf unser Sein. Weißt du? Da, es soll wirklich alles kontrolliert werden. Dann sollen Babys in Labors gezüchtet werden, damit die Frau das nicht mehr austragen muss. Aber was ist denn so mit, was passiert denn mit der Verbindung, die man zu dem Kind aufbaut, während es 9 Monate in deinem Bauch ist, so? Weißt du, wie ich meine? Diese menschliche Verbindung, die seelische Connection, das sind ja alles Sachen, die die JungsInnen, die an so Sachen forschen, gar nicht richtig glauben. Die glauben nicht an Gott. Die glauben nicht daran, dass es ein Spirit gibt. Die glauben nicht an Höheres als dieses menschliche, materialistische Leben, was wir führen, so. Und das ist eine Sache, die extrem gefährlich ist. Leider ist es heutzutage so, dass ja teilweise, ey, diesen einen Tweet, den der Ketzer der Neuzeit mal in einem Video eingebaut hat, wo eine Frau gesagt hat, das Beste, was ich für den Klimawandel tun kann, ist kein Kind zu bekommen. So, die Leute sind richtig am Arsch und die werden so eine Scheiße wahrscheinlich nutzen und sagen, dann kann ich schön meine Karriere weitermachen und muss nicht 9 Monate ein Baby austragen. What the fuck? Mal wieder soweit. In der Welt der Wissenschaft ist so einiges passiert. Mein Name ist Niklas und das hier sind die Mindblown University News. Niklas der Jutste, das erste Video, was wir uns reinziehen von dem Bruder, ne? Haben wir uns dran. Ein paar Orca-Wale haben angefangen, Schiffe vor der Küste von Gibraltar zu versenken. In der Nacht vom 4. Mai griffen sie die Schweizer Segeljacht Champagne an. Die 4-Personen-Crew konnte gerettet werden und überstand den Angriff unbeschadet. Was, Digga? Warum? Boot versank im Meer. Gegen Mitternacht hatten 3 Killerwale einen koordinierten Angriff auf das Boot gestartet. Der
Die Wale kommt von der Seite und wollen dich smashen. Der 72-jährige Kapitän beschrieb die Situation. Im ersten Moment dachte ich, dass wir etwas gerammt hatten. Doch dann wurde mir schnell klar, dass es Orcas waren, die auf das Schiff losgingen. Es waren zwei kleinere und ein größerer Orca. Die beiden Kleinen rüttelten hinten am Ruder, während der Große immer wieder Anlauf nahm und dann mit voller Wucht von der Seite das Schiff rammte. Die haben keinen Bock mehr auf Menschen. Die sagen, jetzt reicht's. Was ihr mit unserer Natur macht, was ihr mit unserem Tier, mit der Tierfamilie macht, so, das können wir so nicht mehr zulassen. Wir gehen jetzt rauf. Scheiß drauf. Nach anderthalb Stunden hatten die Orcas ihr Ziel erfüllt. Das Ruder war komplett zerstört, der Quadrant abgebrochen und die Yacht begann voll Wasser zu laufen. Die Wale ließen von ihrem Ziel ab und etwa 20 Minuten später tauchte ein Rettungskreuzer auf, der die Crew rettete und versuchte, die Champagne abzuschleppen. Doch jede Hilfe kam zu spät und das Boot versank kurz vor der Hafeneinfahrt im Wasser. Okay, das Ganze ist schon irgendwie eine verrückte Story, aber jetzt nicht unbedingt etwas Relevantes für die MBO News. Wenn es eine einmalige Aktion gewesen wäre. Bereits im Frühjahr 2020 und im Juni 2022 wurden ganz ähnliche Vorfälle in der Straße von Gibraltar gemeldet. Inzwischen gibt es sogar eine Website, die angefangen hat, Orca-Angriffe auf Boote zu tracken und warum? Das hat ja irgendwann einfach angefangen, oder was? Weil passiert das nicht mehr nur ein- oder zweimal im Jahr, sondern fast jeden Tag. Aber bevor wir verstehen, wie wir hier gelandet sind, müssen wir darüber reden, wie alles angefangen hat. Das Ganze fand den Anfang im Juli 2020. Seitdem kommt es in der Meeresstraße 2020, mal wieder das Jahr 2020, Digga. Von Gibraltar und an der iberischen Atlantikküste vermehrt zu Angriffen von Orcas auf Boote. Meist sind es Segelboote von bis zu 15 Metern. Ich sag dir, Dicker, das hat irgendwas damit zu tun, wegen Überfischung oder keine Ahnung. Die haben gemerkt, dass die Jungs innen, die da rumsegeln, nichts Gutes für die Natur oder für deren Lebensumfeld oder, weißt du, wie ich meine, dass dann keinen guten Einfluss drauf nehmen und deswegen wahrscheinlich sich entschieden haben, okay, reicht. Länge. Seitdem gab es hunderte von solchen Interaktionen zwischen Walen und Booten. Etwa 20% der Boote sind danach so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Und das Verrückte ist, der Ablauf ist immer ähnlich. Dazu passen auch einige Studien, die festgestellt haben, dass Orcas wahnsinnig intelligent sind und sich gegenseitig schnell Dinge beibringen können. Sie wissen genau, wie sie bestimmte Boote effizient stoppen und zerstören müssen. Und genauso merken sie auch, wenn da irgendwelche Leute kommen, die Dinge tun, die denen nicht gut tut. Weißt du, die denen nicht gut tun. Genau das bringen sie sich in einem rasenden Tempo gegenseitig bei. Der Meeresbiologe Ulrich Karlowski beschreibt das Ganze als eine mehr als erstaunliche und faszinierende Intelligenzleistung und gleichzeitig ein Dilemma. Was jetzt komm mal bitte zum Grund, mein Jutz. Was die Wissenschaft hierbei absolut ratlos lässt, ist, wieso das Ganze passiert. Diese regelmäßigen Angriffe passieren nämlich nur vor der Küste Portugals und Spaniens. Krass. Und nirgendwo anders auf der Welt. Siehst du, irgendwas wurde da gemacht. Weil war ein Konflikt mit der Fischerei der Auslöser, da die Orcas Fischerboote als Konkurrenten sehen. Auch das gestiegene Angebot an Whale-Watching-Aktivitäten und die Lärmverschmutzung durch Schiffsverkehr könnte sie in ihrem natürlichen Lebensraum gestört haben. Hundertprozentig, die sind doch nicht dumm. Der populärsten Theorien stellt ein traumatisches Erlebnis eines bestimmten Wals mit einem Boot als Auslöser vor. Das ist auch, wir haben uns ja mal das Video reingezogen, dass Gott keine Raubtiere erschaffen hat, so, ne? Ich glaube auch daran, weil es gibt ja Menschen, die zum Beispiel mit Raubtieren einfach so sich umgeben können und denen nichts getan wird, so. Ich glaube auch, wenn wir den Tieren und der Natur und den Tieren nicht so viel antun würden, würden wir auch besser klarkommen mit den Tieren. Würden uns Tiere auch nicht an. Ich kann mir vorstellen, umso mehr Einfluss wir auf die Natur nehmen, umso mehr wir auf den Lebensraum, Einfluss wir auf den Lebensraum von Tieren nehmen, dass die Tiere anfangen, auch uns zu bekämpfen, Digga, jetzt auch so überspitzt jetzt dargestellt, weißt du, wie ich meine? Dass die sich sagen, nee, und alles dafür tun, ihren Lebensraum zu beschützen, so, weißt du? Ein den Forschenden bekannter weiblicher Orca namens White Gladys hatte angeblich eine Kollision mit einem illegalen Fischerboot. Sie war dann möglicherweise die erste, die mit solchen Angriffen auf Boote angefangen hat. Orcas sind soziale Tiere und lernen und kopieren das Verhalten von anderen. Wenn Tiere gelerntes Verhalten über Generationen weitergeben, spricht man von einer Kultur. Zum kulturellen Erbe der Gibraltar-Orcas gehört es jetzt also, bestimmte Segelboote zu zerstören. Der Experte Karlowski meint bei der Stiftung Meeresschutz weiterhin, der ursprüngliche Auslöser spielt wahrscheinlich keine Rolle mehr. Sie machen das, weil sie es können und weil es ihnen in irgendeiner Form Freude bereitet. Vielleicht trainieren sie mit diesen mehr als ungewöhnlichen Aktionen auch den sozialen Zusammenhalt oder es sind Koordinationsübungen. Ähnlich wie beim Fußballtraining. Glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass sie das aus einem Grund tun. Fakt ist, und nicht einfach so auf doof oder aus Spaß. Weißt du, wie ich meine?
Warum nur an dem Ort? Ich bin mir fast sicher, dass es da einen Grund für gibt. Gibraltar-Orcas vom Aussterben bedroht sind. Auch wenn sie als Killerwale bezeichnet werden, so ist noch nie ein Mensch in freier Wildbahn durch den Angriff eines Orca-Wals getötet worden. Die stehen einfach nicht auf ihrem Speiseplan. Der Name Killerwal stammt daher, dass sie andere... Die fühlen sich sicher bedroht, glaube ich auch, Andrew. Meeressäuger angreifen und essen. Genau deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass... Komm, wann geht's zum nächsten Thema hier? ...nicht invasive Methoden entwickeln, wie wir Seglerinnen und Segler vor Orca-Angriffen schützen können, ohne die Spezies selber zu jagen. Der redet mir ein bisschen zu viel, der Jutzte. Oder zu Trotzdem, Liebe geht raus. Dafür sind Webseiten wie orcas.pt oder die Risikokarte von orcaiberica.org extrem nützlich, damit Segelboote Gefahrenzonen vor Orca-Angriffe weitgehend umfahren können. So, jetzt kommen wir zu den spannenden Themen hier. Und los. Elon Musks Firma Neuralink darf ihre Gehirnchips jetzt am Menschen testen, obwohl bei früheren Experimenten Versuchstiere daran gestorben sein sollen. Neuralink verkündete auf Twitter, dass sie die Zustimmung der amerikanischen Food and Drug Administration... Die FDA! Die sind vertrauenswürdig, meine liebsten Freunde, meine Jutzten und Jutztinnen. Na, FDA ist sehr, sehr vertrauenswürdig. FDA zum Testen an Menschen endlich erhalten haben. Aber wie genau ist das passiert? Bro, schiebst ein paar Millionen rüber, dann lassen die alles zu. Fangen wir mal ganz vor. Hey, wer von euch, Frage an den Chat, eins in den Chat, wenn ihr euch zukünftig irgendwelche Chips einpflanzen lassen würdet. Jetzt mal wirklich so auf Ernst, so. Eventuell hier nur, ja, für zum Bezahlen und solche Sachen. Wer ist so bequem von euch und würde das machen? Eins in den Chat. Zwei, wenn ihr sagt, nee, Digga, niemals. Die Firma Neuralink produziert Computerchips, die in Gehirne eingesetzt werden können. Der Chip dient als eine Art Brücke zwischen deinen Gedanken und der digitalen Welt. Das funktioniert folgendermaßen. Nach dem Einsetzen können die Elektroden des Chips die elektrischen Signale des Gehirns empfangen. Die werden dann an einen Computer geschickt. Nur Kartoffelchips. Und Kartoffel in it, Bro. Er kann mit diesen Nachrichten Maschinen, Hard oder Software außerhalb deines Körpers kontrollieren oder... Keiner von euch, der sagt, boah, das ist schon wild irgendwie? Sowas sich ein und dann mit der, so wie er es eben beschrieben hat halt so, ne? Das ist ja quasi so ein Zwischenhändler zwischen Internet und Menschsein und dann kannst du Informationen abrufen, Dinge steuern, ohne zu reden und bla bla bla. Keiner von euch so, der sagt... Boah, Digga, wäre schon geil, mal auszuprobieren. Mit anderen Menschen sprechen lassen, die auch über Neuralink verknüpft sind. Im Grunde ist... Kennst du, ich wollte das euch so ein bisschen schönreden, um zu gucken, ob dann eventuell der ein oder andere dabei wäre. Weil diese Schönredi-Vibes, die werden definitiv kommen. Die werden sagen, das ist das Krasseste, was du tun kannst. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du keine Jobs mehr, weil du dann nicht mehr relevant bist auf dem Arbeitsmarkt. Weil du nicht connected bist, Bro. Sowas wie Telepathie. Elon Musk sagt, dass man mit dieser Technologie Grenzen überschreiten kann, um unser Gehirn zu erweitern. Man soll Informationen schneller lernen können, direkten Zugang zum Internet haben und via Gedanken mit anderen kommunizieren. Musk träumt von einer Zukunft, in der wir das komplette Potenzial unseres Gehirns nutzen können und Menschen und Technologie in einer Symbiose zusammenleben. Mit anderen Worten, wir werden endlich der Terminator, der Arnold Schwarzenegger. Das ist so krank, Mann. Weißt du, wenn ich sowas höre, dann sage ich Musk definitiv kein Guter. So. Weil, Bro, natürlich kann das Möglichkeiten mit sich bringen, wie er auch eben gesagt hat, ne? Auf der einen Seite kannst du krasser kommunizieren, kannst das Potenzial deines Gehirns ausschöpfen, bla 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 bla. Aber was ist, wenn irgendjemand das Ding hackt? Was ist, wenn sich da irgendjemand reinhackt? Was ist, wenn man die Gedanken senden kann? Gefühle senden kann, irgendwas in dein Gehirn reinsenden kann, was du da nicht haben möchtest, so weißt du? Und ich glaube, du kannst dein Potenzial auch entfachen ohne Chip im Gehirn. Auch dein Potenzial vom Gehirn, dazu musst du halt diszipliniert sein und arbeiten, weißt du, wie ich meine? What the fuck? Schon lange ist. Maschine. Elon Musks Aussage nach könnte man Neuralink einsetzen, um beispielsweise Fettleibigkeit, Depressionen oder Schizophrenie zu behandeln. An sich... Und man kann es denen geben. Alles noble und gute Anwendungsbereiche. Neuralink arbeitet noch an weiteren Geräten, die auch in Augen oder Rückenmark eingesetzt werden sollen, um Sehvermögen oder Mobilitätseinschränkungen zu heilen. Und mit okay, wer würde sich so eine Kontaktlinse mal reingeben, wo man dann mit dieser Kontaktlinse digitale Sachen sehen kann und so ein Scheiß?
Genehmigung vom Test am Menschen sind wir dem Ganzen schon einen Schritt näher. Weil die Zulassungsbehörde FDA erste klinische Tests nun genehmigt hat, werden Freiwilligen in Amerika sicherlich bald schon Chips Macht der Masse hat eins geschrieben. Ich glaube, ich würde es testen, sage ich dir ehrlich. Wenn es keine permanente Geschichte ist und man das mal testen kann, wie das, was so zum Schauen, ne? Je nachdem, was es für Features hat, würde ich es eventuell mal testen. Da wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Wenn ich mir das selber rein und rausnehmen kann, ohne dass irgendeiner auf mein Gehirn zugreift oder irgend so eine Scheiße, weißt du, wie ich meine? Ganz. Das ist auf jeden Fall nicht so, wie wenn ich mir, also einen Chip einpflanzen, jetzt mal meine persönliche Meinung dazu, Chip einpflanzen würde ich niemals, würde ich lieber sterben, auch genauso wie mit dieser Corona-Impfung, was für mich auf einem ähnlichen Level ist auch an Genmanipulation, Gehirnmanipulation, alles was mit Manipulation zu tun hat, würde ich niemals einen Eingriff machen lassen. Her wurde das nur an Tieren ausgetestet. Bei der Präsentation von Neuralink zeigte man einen Affen, der mithilfe des Gehirnchips Videospiele spielte oder auch einfach nur den Cursor auf dem Bildschirm bewegte. Was? Krass. Gibt euch das mal. Des Gehirnchips Videospiele spielte oder auch einfach nur den Cursor auf dem Bildschirm bewegte. Mit seinem Gehirn. Ich sag dir, die Menschen sind so krass programmiert mittlerweile, dass die sich richtig freuen werden, wenn das offiziell auf den Markt kommt. Glaubt mir, 80% von der Gesellschaft, in der wir leben, die sagen, geil, Alter. Endlich kann ich intelligent sein. Jetzt kann ich Pornos mit meinem Chip im Kopf gucken. Geil, Alter. Geil. Die wollen doch immer wieder den neuen Reiz. TikTok und diese ganzen Sachen. Jede 8 Sekunden neues Video. Neu. Irgendwas Krasses. Dann haben die das in ihrem Gehirn drin und können sich in diese Welt rein vertiefen. Ein Affe spielt Videospiele mit seinem Gehirn. Aber das Ganze ist nicht gerade unproblematisch. Das Projekt bringt viele Gefahren mit sich, weswegen die Tests am Menschen 2022 erst abgelehnt worden sind. Pornos? Fragezeichen. Okay, jetzt habt ihr mich. Der eine Cousin, Digga, der hat Pornos und sagt, ja, komm, rein mit dem Chip, scheiß drauf. Guck, genau das meine ich. Die FDA hatte Bedenken wegen der Lithiumbatterie des Chips und der Drähte des Implantats. Eine weitere Frage war, wie das Gerät entfernt werden kann, ohne Schäden am Gehirn zu hinterlassen. Warum genau die FDA dem Ganzen jetzt doch zugestimmt hat, ist bislang nicht veröffentlicht. Cash Money. Cash rules everything around me. Get the money. Dada dada bill, yo. Deswegen hat die FDA das zugelassen. Elon hat einen guten Newton-Check überwiesen. Kann man Checks überweisen? Einen guten Check dagelassen. Den Tweet von Neuralink bestätigt, aber keine weiteren Details angegeben. Das große Problem bei der Sache, die Studien, die die Firma an Tieren durchgeführt hatte, sollen teilweise gehetzt und fehlerhaft durchgeführt worden sein. Das habe bei einigen Affen, Schweinen und Schafen zum unnötigen Tod geführt. Alleine das ist schon eine Sache, die mich persönlich extrem traurig macht. So. Weißt du, wie ich meine? Dass man Tiere benutzt und dann so eine komischen Tests mit denen macht, und die dann draufgehen, weil man unbedingt irgendwas entwickeln will, wie man den Menschen besser machen kann, in Anführungszeichen. Wie man ihn aufs nächste Level bringen kann. Wie man Gott spielen kann und das verändern kann, was Gott geschaffen hat. So. Und dafür müssen dann irgendwelche Tiere draufgehen, weißt du? Ich weiß, für viele von euch sind Tiere weniger wert als Menschen, aber für mich persönlich, für mich sind Tiere genauso viel wert wie Menschen. Und allein so eine Tests an Tieren und die gehen dabei drauf, ist für mich schon unmenschlich. Das ist für mich schon so, was denkt ihr, wer ihr seid, dass ihr einfach Tiere nehmen könnt, denen irgendwas einpflanzen könnt, die dann daran verrecken und mit euch passiert nichts, Bro? What the fuck? Aus Firmendokumenten und Interviews mit 20 Neuralink-Angestellten hervor. Grund dafür soll ein hoher interner Druck und knapper Zeitplan gewesen sein, den Elon Musk seiner Firma auferlegt hatte. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass man vorletztes Jahr 25 von 60 Schweinen einen Chip in der falschen Größe ins Hirn einpflanzte, woraufhin die Schweine getötet werden mussten. Ja, geil. Ein Fehler, der easy hätte vermieden werden können. Aufgrund dieser und anderer Berichte ermittelt das Landwirtschaftsministerium der USA aktuell gegen Neuralink. Trotzdem hat die Firma jetzt das Go für Experimente am Menschen bekommen. Auf mich wirkt das wie so oft wie so ein typisches Musk-Projekt. Das, was das Produkt leisten können soll, klingt wie eine absolute Sci-Fi-Utopie. Querschnittslähmungen heilen, telepathisch kommunizieren können und sich das komplette Wissen der Menschheit per Chip aufs Gehirn downloaden. Doch die Methoden, wie die Firma dahin kommt, verstoßen eventuell nicht nur gegen Gesetze und Vorschriften, sondern setzen Leben aufs Spiel. So.
Wenn du Wissen haben willst, dann kauf dir ein Buch, Junge. Einfach nur, um schnelle Resultate zu erhalten. Neuralink ist übrigens nicht das einzige Unternehmen in diesem Bereich. Die Konkurrenz Synchron hat bereits 2 gelähmten Menschen ihren Hirnchip einbauen können und ihnen so dabei geholfen, wieder mit der Außenwelt kommunizieren oder Online-Shopping und Banking betreiben zu können. Aber Online-Shopping und Banking, das ist natürlich das Wichtigste für einen Querschnittsgelähmten, meine lieben Freunde, ja? Dass er wieder online shoppen kann. Wichtig. Was denkst du? Würdest du dir so einen Chip einpflanzen lassen, um dich schlauer, schneller und besser zu machen? Ist es überhaupt okay, einige Lebewesen leiden zu lassen, um gewisse Krankheiten oder Behinderungen bei Menschen zu behandeln? Schreib mir deine Meinung jetzt in die Kommentare. Eins ist jetzt schon klar, wenn wir denn alle... Ist nicht richtig, Majutza. ...Chips im Gehirn eingebaut und unser Bewusstsein mit dem Internet verbunden haben, bekommt das Wort Computervirus eine ganz neue Bedeutung. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr werdet gehackt, aber anstatt dass euer Laptop oder... Ist Werbung. ...Browser verrückt spielt, haben die Hacker einfach Zugriff auf euer Gehirn. Das ist mega creepy. Ich küsse dein Japan Herz, hat einen weiteren Schritt geschafft, um... Babys im Labor züchten. Jetzt kommt das wildeste Thema von dem Video, glaube ich. Babys im Labor zu züchten. Dafür können sie jetzt sogar die Keimzellen, also Spermien und Eizellen, selber herstellen. Da Digga. Bruder, bald gibt's keine echten Menschen mehr. Arbeiten Katsuhiko Hayashi und sein Team an den Universitäten in Kyoto. Sowas sollte verboten werden. Sowas sollte knallhart verboten werden. Das ist meine persönliche Meinung. Man darf doch nicht Menschen züchten. Bruder, irgendwann ist es so wie in Matrix, ne? Ich sag euch, Matrix war kein Film, es war eine Dokumentation. Dann pflücken die uns. Da gibt's keine Mutter mehr, kein. Da werden wir gepflückt. Wie sagt man dazu? Von einem Feld. Und Osaka. Im März 2023 hat das schon ganz gut im Mausemodell geklappt. Allerdings wurden die im Labor geschaffenen Embryonen hier noch von Maus-Leihmüttern ausgetragen. Also ein bisschen Natur war doch noch im Spiel. Irgendwann könnte es auch künstliche Gebärmütter geben und Babys so komplett im Labor entstehen. Los ging es mit Zellen einer männlichen Maus, die in sogenannte pluripotente Stammzellen umgewandelt wurden. Diese Stammzellen können sich dann zu fast allen Sorten von Zellen entwickeln. Ich frage mich, wenn diese gottlosen Menschen das tun, ob die wirklich damit rechnen, dass die dafür nichts... Meiner Meinung nach... weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du sowas tust, dann wirst du bestraft dafür. Wenn du überhaupt... Ja, wenn du in die Natur eingreifen willst, wenn du Gott spielen willst, wenn du das tun willst, was eigentlich Schöpfung ist, was das Leben hier auf der Erde kreiert hat, so, dann hast du mit Konsequenzen zu rechnen. Ich glaube daran. Ich glaube, wenn du Gutes tust, wirst dir Gutes widerfahren. Wenn du Schlechtes tust, Böses tust, Unmenschliches tust, dann wird dir auch Unmenschliches, Schlechtes, Böses widerfahren. Deswegen tut Gutes, meine lieben Freunde. Scheiße. Das ist ein ganz anderes Level an teuflischem Shit. Für mich jetzt persönlich. Blut, Haut, Nerven, you name it. Aus diesen Zellen wurde das Y-Chromosom entfernt und das X-Chromosom verdoppelt. Yep, ihr habt richtig gehört. Aus ursprünglich männlichen Stammzellen wurden weibliche gemacht. Diese weiblichen Stammzellen wurden zu Eizellen entwickelt und dann mit Maussperma befruchtet. 630 solcher befruchteter Zellen wurden hergestellt und weiblichen Mäusen eingesetzt. 7 davon haben sich vollständig entwickelt und wurden geboren. Das an sich ist schon echt eine krasse Sensation. Aber jetzt kommt's erst. Die geborenen 7 Mäuse hatten 2 leibliche Väter. So faszinierend diese Ergebnisse sind. Nein, guck mal. In was für eine Richtung geht es hier jetzt gerade? So wenig sagen sie aber auch über mögliche Anwendungen am Menschen aus. Aus 630 Eizellen sind nur 7 lebende Mäuse geworden. Das ist jetzt keine gute Quote. Ist keine gute Quote, aber wo geht das in Zukunft hin? In 10 Jahren zum Beispiel? Außerdem sind Mäuse und Menschen sehr unterschiedlich. Beispielsweise entwickeln sich menschliche Zellen sehr viel langsamer als die von Mäusen. Rein theoretisch kann man diese Methode aber bei Menschen anwenden. Stand der Dinge ist, Spermien und Eizellen aus Stammzellen herstellen, das hat im Labor geklappt. Daraus konnte man aber bisher noch keine Embryonen machen. Hayashi vermutet, dass es noch 10 bis 20 Jahre dauern wird, bis dieser Prozess ausgereift ist und in der Medizin eingesetzt werden kann. 10, 20 Jahre, meine Jutzen. Wir werden es mitbekommen. Wahrscheinlich. Ein weiterer Schritt ist die Entwicklung künstlicher Gebärmütter, in denen die Embryos zu fertigen Babys heranwachsen können. Mit dieser Technologie könnten Paare, die miteinander keine Kinder bekommen können, doch noch leibliche Eltern werden. Trotzdem gibt es viele ethische Sorgen und Bedenken, die man nicht ignorieren sollte. Mutationen oder ungeahnte Fehler in der Entwicklung der Embryos spielen eine große Rolle bei dieser Diskussion. Aber wie stehst du dazu? Sind Babys aus dem Labor eine gute Lösung?
Nein, sind sie nicht, weil das ist Gottspielen. Gottspielen ist nie gut. Geht nach hinten los. Sowas geht nach hinten los, aber sowas von. Kinder. Was sagt ihr dazu, Chat? Was ist eure Meinung dazu? Ich glaube, wir sind da einer Meinung, oder? Zu erfüllen, sollten wir damit die... Gibt's jemanden, der sagt, ja geil, Digga? Cool. ...die Geburtenrate in den Industrienationen aufpäppeln oder lieber die ganze Forschung verbieten? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Sowas sollte verboten werden. Wegen gottlos. Verboten wegen gottlos. Sowas sollte wieder eingeführt werden. Wir verbieten das, weil es gottlos ist. Weißt du, was ich meine? Dann können wir direkt mal noch ein paar andere Themen mit reinnehmen und sagen, das verbieten wir, weil es gottlos ist. Ich küsse doch deine Zirbeldrüse. Niklas, der Jutzte, hat dieses Video zusammengefasst. Fand ich eigentlich ein cooles Video, oder Freunde? Was sagt ihr? War ein gut zusammengefasstes Video. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community, natürlich zu allen Themen, die hier besprochen wurden, von dem Jutzten und von mir auch. Bitte eure Meinung in die Kommentare unten reinschreiben. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.